liebe Bankrevisin und Bankrevisin, geschätzte Damen und Herren, liebes Publikum, freut mich natürlich riesig, dass es auf beiden Seiten so viele Leute hat. Das hat Seltenheitswert. Vor allem, wenn so viele Bankrevisinnen und Bankrevisten zusammenspielen, das gibt es, glaube ich, sonst nirgends. Und darum freut es mich, dass das auch honoriert wird mit einem großen Publikumsaufmarsch. Mein Name ist Christian Buchsock, ich bin vom Kulturkreis Rosa und im Namen des Kulturkreises heiße ich Sie willkommen. Ein spezieller Dank und ebenfalls ein Willkommensgruß von ihm gilt Jüri Murg, dem Leiter und Gründer des Rosa-Bahnflöten-Seminars. Ihm gelingt es jedes Jahr ein tolles Leiterteam dazu zu motivieren, hier in Rosa mit Bahnflötistinnen und Bahnflötisten zu arbeiten. Und heute dürfen wir das Ergebnis dieser Arbeit sehen. Ich bin gespannt, ob trotz dem schönen Wetter viel geübt wurde. Und ich bin eigentlich sicher, dass es so ist. Sie werden also jetzt einen Querschnitt von dieser Arbeit in dieser Woche in Rosa hören. Vieles wurde erst am Montag das erste Mal angeschaut und jetzt wird es schon präsentiert. Dann zwischendurch werden Sie auch Solistinnen und Solisten hören. Ich möchte Sie noch auf die Kollekte aufmerksam machen. Sie kommt dem Stipendienfonds der Musikkurswochen Rosa zugute. Das ist eigentlich ein Zaubertopf. Wenn Sie dort einen Franken reinwerfen, kommen 3 Franken heraus. Und zwar deshalb, weil eine Stiftung und weil unser Verein zusammen mit den Kursleitern die Kollekte verdreifacht. Also ist eine gute Investition. Mit dem Geld können wir dafür sorgen, dass auch Leute, die weniger bemittelt sind, hier in Rosa einen Musikkurs besuchen können. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen bei diesem Konzert und wenn Sie noch nicht genug davon haben, kommen Sie noch am Abend so etwa um 9:30 ins Waldhotel. Da wird sicher noch mehr Bahnflötenmusik zu hören sein. Viel Vergnügen!